Ezra! Hallo. Na, was treibst du so? Hast du eine Freundin? Nein. Hättest du nicht gern mal eine Muschi? Oh, wenn ich das Wort Muschi aus ihrem Mund höre, bin ich mir nicht sicher, ob ich gern eine hätte. Ich werde nie eine Frau kennenlernen, die mich versteht. Ich glaube, ich kenne keinen Mann, der so unbedingt eine Beziehung will, außer vielleicht Drake. Und ich rede von Views Drake. Ich fühle mich wie Views Drake. So erzähle ich allein auf einem Gebäude, lass die Beine baumeln und frag mich, wie es wäre, wenn es da jemanden gäbe. Na, fuck, was soll das? Was soll der Scheiß? Was soll das? Stopp! Bitte, ganz ruhig, okay? Aber dafür gibt's keine 5 Sterne. Ich bin keine Uber-Fahrerin. Ich meine, ganz ehrlich, schau hin, ihr könntet Zwillinge sein. Oh mein Gott, die sieht ja wirklich aus wie ich. Es tut mir leid. Das war echt verrückt. Ich würde es gern wieder gut machen. Du gehst mit einer schwarzen Frau aus? Ich habe mich noch nie zuvor von jemandem so verstanden gefühlt. Ob's dir gefällt oder nicht, wir sind jetzt zusammen. Du bist meine Freundin, klar. Ich werde sie fragen, ob sie mich heiratet. Kennst du schon ihre Familie? Ja, ich hatte nur noch keine Gelegenheit. Was ist denn so los? Was macht das Leben? Wie geht es Ihnen? Das ist ein weißer Großvater, der mich heimsucht. Was? Ist das jetzt etwa meine Schuld? Du willst also meine Tochter heiraten? Ja. Ja, will ich. Nun, Ezra, versuch's doch. Sie hassen mich. Ganz ehrlich, ist deine Familie begeistert, dass mein schwarzer Arsch im Spiel ist? Hallo! Oh mein Gott, du bist so wunderschön. Ich finde, die Polizei verhält sich völlig daneben gegenüber schwarzen Menschen. Ich mag deine Zöpfe. Danke. Exhibit hatte Zöpfe. Wir beide haben zusammen ein tolles Leben. Das müssen wir beschützen. Oh, dann sind sie alle Muslime. Sehr sogar. Das gefällt mir. Diese Kufi, die ich im Moment trage, war ein Geschenk des ehrenwerten Louis Farrakhan. Sind Sie mit der Arbeit des Geistlichen vertraut? Ich bin zumindest damit vertraut, was er über die Juden gesagt hat. Lasst uns jetzt essen. Eine Familie, meine Familie. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich immer so schwierig sein sollte. Naja, die Juden waren die ursprünglichen Sklaven. Vergleichen Sie etwa den Holocaust mit der Sklaverei. Könntest du mir die Kartoffeln überreichen? Ich will damit nur sagen, dass unser Volk mit nichts hierher gekommen ist wie alle anderen. Das ist eine äußerst unangenehme Unterhaltung. Was ist denn nun eigentlich mit den Kartoffeln? Kriege ich die heute nochmal? Hey, Ark. Weißer Kass, was geht da? Bin ich Weißer Kass? Nein, ich bin's nicht. Ich bin Weißer Kass, klar.